Hier seht ihr die gesteckten Süßkartoffeln Anfang April. Zweimal von den gelben Süßkartoffeln und einmal die etwas bläuliche. Die sind ganz unterschiedlich gewachsen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Ich habe die fast zur gleichen Zeit eingesteckt. Diese große hier, das ist die etwas dunklere oder die bläuliche Süßkartoffel. Die andere daneben, die ist auch schon recht lang. Ist normale gelbe, die hier hinten auch. Die beiden sind zur gleichen Zeit gesteckt. Warum die unterschiedlich sind, wie gesagt, keine Ahnung. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen wachsen. Und dann ungefähr 14 Tagen, bevor ich die raussetze, werde ich Stecklinge draus machen. So, hallo. Also, heute geht's los, das große Süßkartoffelgemetzel. Wir haben jetzt Anfang Mai, also in ca. 14 Tagen sind dann die Eisheiligen rum. Die Pflanzen sind noch mal wunderbar gewachsen. Schaut es euch mal an. Ihr seht schon, die Triebe sind schon sehr lang geworden und auch schön kräftig. Zumindest bei der blauen Süßkartoffel. Die weiße hat auch lange, lange Triebe. Die hängen hier so einen Meter fast schon über den Tisch raus. Die sind etwas dünner, aber nichtsdestotrotz kann man die gut verwenden. Also ich schneide jetzt hier mal exemplarisch einen Trieb raus. Der hat sich hier so verzweigt aus dieser Blattachsel raus. Da schneide ich hier einmal ab. Ob man das jetzt gerade oder krumm raus oder schräg anschneidet, das ist eigentlich relativ egal. Und wenn man genau hinguckt, hier, was ist unscharf, gell? Sieht man so kleine Wurzelchen, da jetzt sieht man es gut. Das sind schon so Luftwurzeln im Ansatz und die kann man jetzt ins Wasser stellen und die Wurzeln an. Man könnte jetzt auch dieses Blatt abschneiden und das Ganze so ins Wasser stellen und das würde dann auch anwurzeln. Das ist eigentlich egal. Also man kann Triebstecklinge machen oder Blattstecklinge. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich einen Triebsteckling mache. Also ich schneide das hier unten noch mal etwas kürzer und schneide hier unterhalb des nächsten Blattes oder der nächsten Abzweigung ab. Ups, so. So sieht es dann aus. Und so kommt es dann in ein Glas mit Wasser oder man kann auch hier so Töpfchen nehmen und die dann einzeln in diese Platten reinstellen. Da mache ich jetzt mal einen ganzen Satz. Einmal hier abgeschnitten. Der nächste hier rein, sieht man das ein bisschen so. Ja. Und so kannst du natürlich ganz viele Pflanzen aus einer einzelnen ziehen. So, dann haben wir hier schon 4. Aus dem Rest mache ich jetzt mal diesen Triebsteckling. Da schneide ich jetzt nur dieses untere Blatt ab und stecke das dann so, wie es ist, ins Wasser. Also ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Vielleicht brauchen die ein bisschen länger, um eine größere Pflanze zu werden, als der hier. Aber ich denke, das macht im Endeffekt keinen großen Unterschied. Also ich lasse die jetzt ca. 14 Tage, eben bis sie schöne Wurzeln haben, im Wasser stehen. Man könnte die auch in die Erde setzen, in den kleinen Topf. Dann ist aber das Problem, dass oft, wenn der Topf zu klein ist, dann bilden diese Wurzeln so Spiralen und Kringel. Und das sind dann schon die ersten Süßkartoffelknollen und die sind dann so ein bisschen verformt und grummelig. Ne? Also ich stecke die jetzt nur ins Wasser und sobald die Wurzeln gebildet haben, kommen die in schöne lockere Erde im Garten. Also nach den Eisheiligen eben. Man muss die jetzt nicht unbedingt in so eine einzelne Schale reinstellen. Man kann die auch miteinander in ein Glas Wasser geben. Das geht natürlich auch. Wenn ihr die Pflänzchen oder die Stecklinge einfach im Wasser habt, dann könnt ihr die einfach so bei normaler Zimmertemperatur stehen lassen.
Solltet ihr das mit der Erde machen, macht ein bisschen eine Haube drüber, so diese gespannte Luft eben, dann keimen die oder dann gehen die besser an. Die Blätter kann man essen, also sind nicht giftig oder so, im Gegenteil. Ja, kann man mit in den Salat schneiden, muss man nichts wegwerfen. So, also hier sieht man jetzt auf dieser Seite den Blattsteckling und zum Vergleich den Triebsteckling. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr es machen wollt. Ich habe gerade erfahren, die Süßkartoffeln kann man auch roh essen. Da kommt dann, wenn sie soweit sind, im Garten gewachsen sind, kommt dann ein leckeres Rohkostrezept. Seid gespannt. Aber dann braucht ihr noch ein bisschen Geduld. Das wird dann im Herbst soweit sein. Die Süßkartoffeln schauen jetzt schon ganz schön gerupft aus, aber ich habe ja versprochen, das wird ein Gemetzel. So habe ich die jetzt in diesen Anzuchttöpfchen stehen, ordentlich Wasser rein. Ich habe so viele, dass ich die daneben auch noch reingesteckt habe. Mal sehen, was da durchkommt. Die anderen kommen hier als Triebstecklinge mit Wasser. Der Rest an Süßkartoffeln weiß ich jetzt auch noch nicht. Es sind so viele Pflanzen. Ich habe keinen so großen Garten, dass ich die alle unterbringen kann. Aber vielleicht verschenke ich welche. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Bis demnächst. Ciao, euer Thorsten mit den kurzen Daumen.